Kann ein Mensch allein durch seine Worte, durch sein öffentliches Auftreten, durch seine Videos und Bücher Leben retten? So wie es Jordan Peterson getan hat? Zumindest wenn man einigen Kommentaren im Internet über ihn Glauben schenkt. Es gibt Menschen, die da schreiben, die über Jordan Peterson sagen, er habe ihr Leben gerettet. Habe ich gesagt, Menschen? Ich meine natürlich Männer. Meistens junge Männer. Tja, aber der verschiedensten Couleur, 14-, 15-Jährige, die zum ersten Mal in Berührung mit Psychologie und Philosophie kommen, die stoßen auf seine Videos über C.G. Jung und die Archetypen, klingt wie eine Band, Nietzsche, die Bibel. Studenten sehen seine Vorlesungen über den Archipel Gulag, über den Neomarxismus, sehen sich seine Interviews an über den Gender Pay Gap, Feminismus, gesellschaftliche Hierarchien und seine Bücher, vor allem 12 Rules for Life, sind internationale Bestseller, ja, in denen sich die Leser einige mal mehr, mal weniger banale Lebenshilfetipps abholen. Jordan Peterson, es gibt ganz offensichtlich ein Bedürfnis nach einer Figur, wie sie Jordan Peterson in den letzten 3-4 Jahren in der Öffentlichkeit darstellt. Ein Bedürfnis nach Orientierung in diesen chaotischen Zeiten, nach Richtungsweisung, ein Bedürfnis nach Sinngebung, nach Bedeutung in einer sinnlos gewordenen oder sinnlos scheinenden Welt, nach einem Kompass und höheren archetypischen Werten, nach einem Ausweg aus dem Nihilismus und ein Bedürfnis nicht zuletzt nach einer Vaterfigur, nach einem Mentor. Jordan Peterson hat für sehr viele diese Angebote gemacht. Und er war auch für sehr viele, oder ist es immer noch, diese Mentorfigur, ein intellektueller Gandalf. Take cocaine all the time. You should be nose deep in that stuff nonstop. Aber was ist das für ein Mensch, der solch eine Figur spielen kann? Denn dass ein guter Teil der Inszenierung mit ihm Spiel ist, das ist selbstverständlich, das ist bei allen so, die einigermaßen freiwillig in der Öffentlichkeit stehen, dass da immer eben ein Gutteil Inszenierung mit im Spiel ist. Und bei denen, die als HeilsbringerInnen auftreten, ob gewollt oder nicht, ist das noch mehr der Fall. Bei Peterson ist das allerdings so extrem, dass er regelrecht zum Meme geworden ist, ob mit Hummer vergleichen oder Räum dein Zimmer auf Zitaten oder eben Kermit dem Frosch. Your room, put it in order, because the thing is, in most households, there's 100 things that could be done to just make it less hideous and horrible. Ein Unterschied, ob die Inszenierung, die öffentliche Maske, die Persona, ob die jetzt persönlich von diesen Menschen gewollt ist, initiiert ist, geplant oder von irgendwelchen Spin-Doctors strategisch arrangiert oder auch einfach nur durch die Dynamik der Medien und der Öffentlichkeit nach und nach entstanden ist, durch ein Wechselspiel von Außensicht und Innensicht, sodass man sich dann irgendwann auch nicht mehr sicher ist und sich fragt, was war zuerst da, Henne oder Ei? Also Jordan Peterson, der Psychologe und Dozent und Philosoph, oder Jordan Peterson, der Star-Intellektuelle. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle. Ich beachte mich selber als intellektuell. Aber dieser Unterschied spielt kaum eine Rolle dafür, dass man doch gerne wissen möchte, wer der Mensch nun wirklich ist. Also dass man einen Blick hinter den Vorhang werfen möchte. Und sei es auch nur, um ihm mal ganz privat zu sehen, bei banalen Dingen zuzusehen, wie frühstückt ein Jordan Peterson, wie ist sein Tagesablauf, wie sieht eben seine Arbeit so aus, was knabbert er, wenn er abends auf dem Sofa Football guckt und so weiter. Die große Resonanz, die Peterson seit einigen Jahren erfährt, ob positiv oder negativ, hat auch sein Denken und seine Wirkung ja sicherlich auch einen großen Einfluss wieder zurück gehabt. Also er hat durch die Reaktionen seiner Fans und seiner Kritiker gemerkt, was eben gut zieht, welche Themen besonders gut ankommen. Das Verhältnis der Geschlechter zum Beispiel, Kritik an der Genderlehre, Kritik am Postmodernismus, an Neomarxismus, Eigenverantwortung und Freiheit, die Notwendigkeit von Hierarchien und so weiter und so weiter. Und sicherlich hat er sich auch ein wenig danach ausgerichtet, was natürlich auch sehr natürlich und normal ist, weil das ja klar ist. Wer ist aber der Mensch hinter der Persona Jordan Peterson? Wer ist der Mensch hinter der Maske des öffentlichen Intellektuellen?
Ja, eine Doku kann das auch nur mehr schlecht als recht versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu geben, weil das ja auch klar ist, weil natürlich die Anwesenheit von Kameras und von einem Filmteam schon mal alles verfälscht, was echt sein könnte. Und die Frage sowieso ist, was ist denn echt? In dem Film The Rise of Jordan Peterson wird das aber trotzdem versucht und wie ich finde, sehr gut. Patricia Marcoccia, die Regisseurin, hat Peterson seit 2015 begleitet, also schon vor seinem Aufstieg zum Weltruhm, vor dem Skandal um ihn, als er dagegen protestierte, vom Staat zur Benutzung von Genderpronomen gezwungen zu werden. The requirement to speak in the politically correct manner is becoming overwhelming. You no, are yeah, a provocateur. I never said you're like anything. The alt-right that you hate to be compared to. What you've been trying to do is put me into a sequence of corners by accusing me of various forms of misbehavior. Und auch das kann man kritisch sehen. Wie echt ist denn ein Phänomen, das schon sehr frühzeitig von Kameras begleitet wurde, weil man sich erhoffte, dass es mal weltberühmt sein würde? Das hat man bei Greta Thunberg kritisiert, als herauskam, dass sie schon sehr früh von Spin-Doctors oder ja, von Managern begleitet worden ist und eben von Kamerateams, die ihren Aufstieg dann filmen sollten. Und das kann man genauso gut bei Jordan Peterson kritisieren. Wie überhaupt vieles kritisiert werden kann. Ist er ein kryptofaschistischer Denker, der die Alt-Right hoffähig macht? Ein White Supremacy-Advokat? Jetzt sind sie natürlich weg. Wer denn, mein Gott? Weiße, normale Weiße. Weiße? Menschen, normale Menschen, angezogen wie wir. Ist er ein misogyner Sexist, ein unverbesserlicher Neoliberaler? Ist er gar verantwortlich für den Wahlerfolg eines Donald Trump? Das behaupten einige seiner GegnerInnen auf der linken Seite. Oder ist er ein Verräter der nationalistischen Sache? Zu gemäßigt, ein Limited Hangout, ein Globalist, ein Conservative. So sehen es einige seiner GegnerInnen auf der rechten und rechtsextremen Seite. Auch wenn die Hochzeit der Skandalisierung von Peterson vorbei zu sein scheint, noch immer sind die Reaktionen auf ihn, auf allein seinen Namen, wenn man ihn irgendwo nennt, ambivalent, um es gelinde auszudrücken. Selbst jetzt, da er sich wegen Depression in Therapie befindet und eine Pause eingelegt hat, selbst jetzt wird ihm immer noch vorgeworfen. Ja, er predigt Selbstverantwortung, kriegt aber sein eigenes Leben nicht auf die Reihe. Ja, und ist tablettenabhängig. Wie geht das zusammen? Und dass seine Tochter auch kein unbeschwertes Leben führt, das wird ihm auch zur Last gelegt. Ja, wenn er wirklich so eine tolle Vaterfigur wäre, dann hätte er das ja wenigstens bei seiner eigenen Tochter geschafft. Alle Menschen, egal welche Hautfarbe, welche Religion, welche politische Ausrichtung, haben Respekt verdient. Nicht fast alle Menschen, sondern alle Menschen. Andererseits finden seine Bücher immer noch reißenden Absatz. Jetzt auch auf dem deutschen Markt und langsam auch mal mit einigermaßen erträglichen Übersetzungen. Er wird vermehrt auch in der Mainstream-Presse rezipiert, besprochen, was vor einigen Jahren noch eher undenkbar war. Und trotzdem erlebt ein Dokumentarfilm über diesen Mann noch immer ein erstaunliches Schicksal. Dieser Film, The Rise of Jordan Peterson, der wurde in Kanada und in den USA in zahlreichen Kinos oft kurz vor der Aufführung vorher abgesagt, gecancelt, aus ja, den unterschiedlichsten Gründen. Man stand nicht mehr dahinter, es wurde dagegen protestiert, die MitarbeiterInnen der Kinos fühlten sich unsicher und so weiter. Sorry Leute, ich bin all over the place, ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich Anxiety kriege bei diesem Thema, weil mich jetzt schon wieder alle hassen. Und das, obwohl der Film sich inhaltlich gar nicht richtig positioniert. Um die Inhalte seiner Theorien kommt es eigentlich weniger. Zu Wort kommen seine Freunde, Weggefährten, Peterson selber natürlich, seine Frau, seine Eltern. Und seine Thesen werden eigentlich kaum beleuchtet. Sie zu kennen kann helfen, ist aber jetzt auch nicht Voraussetzung, um den Film verstehen zu können oder auch Vergnügen an dem Film zu haben. Es geht um Petersons Leben, das Leben eines öffentlichen Intellektuellen, um seinen Charakter, was der Ruhm, was die Kritik gegen ihn, mit ihm gemacht hat. Ein intimer Einblick also. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. In Deutschland wurde der Film The Rise of Jordan Peterson 2019 bereits ein paar Mal gezeigt.
Da fühlten sich, glaube ich, alle einigermaßen sicher. Morgen, am Freitag, dem 17. Januar 2020, könnt ihr ihn auch sehen, und zwar in Köln. Wir zeigen ihn zusammen mit den Machern des Nullpunkt-Festivals, auch ein Festival, das in Köln im April stattfinden wird, im Kölner Kino Rex am Ring. Am Freitag, dem 17.01., geht es um 21 Uhr los. Tamo Pysalo und ich werden eine kleine Einführung geben in den Film und dann gucken wir gemeinsam mit euch bei Hummer und Bier dem Rise of Jordan Peterson zu. Es sind noch Plätze frei. Der Ticketlink zum Kino ist in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, euch morgen zu sehen. Bis dann.